Hallo Leute, mein Name ist HotSSD und willkommen zurück zu Factorio, wo wir heute unsere Kampfmaschine auf der Basis platzieren können. Und wir werden mehr als eine Maschine brauchen. Und letztes Mal haben wir hier dieses Gebilde aufgebaut. Damit produzieren wir enorm viel mehr Flächen, als wir für die Forschung brauchen. Aber wir sind hier auf einem Planeten gelandet, wo es keine Aliens gibt, aber auch keine Erze. Drum werden wir hier einfach mal die Zeit nutzen, zu forschen. Ja, und das Ganze geht natürlich nicht ohne Strom. Und wir müssen auch ausbauen. Denn wir laufen hier im Gelben, was bedeutet nicht genug Saft am Start. Aber das lässt sich ja ändern. Das sollte ausreichen. Ja, jetzt laden wir auch schon wieder den Akku. Sehr gut. Haben nicht mehr allzu viele rote Fläschchen hier drin. Das soll uns eigentlich nicht stören. Ich werde diese Maschinerie hier noch auslaufen lassen. Und dann haben wir letztes Mal auch die Militärforschung gemacht. Das heißt, wir können hier auch in dieser Richtung weiterforschen. Denke aber, da brauchen wir vorerst mal nicht so eine riesige Maschinerie. Funktioniert das? Ich hier die mache. Und dann brauche ich was davon. Okay. Das hat sich schon mal erledigt. Hier. Hier unten da. Da haben wir noch etwas Kupfer. Aber wir haben hier ja noch einige Anliegen.
So. Gut. Stahl. Kohle. Kupfer. Strom hilft vielleicht. Und dann müssen wir das auch irgendwie rausbringen. Gut. Und da muss noch Eisen rein. Sehr schön. Und wir werden nicht allzu viel von der Militärforschung brauchen, denn die Forschung ist nicht allzu ausgiebig, beziehungsweise wir brauchen die nicht endlos. Aber es gibt einige Forschungen, für die wir die Militärforschung, die dunklen Fläschchen, die grauen Fläschchen brauchen. Hier mal reinschauen, das wird so das nächste sein, für 10 Minuten mehr auf dem Planeten bleiben, aber was mich dann auch interessiert, hier das Auto, wir werden auch Öl brauchen. Und dann natürlich mehr Waffenschaden und schnellere Schussgeschwindigkeit. Und da glaube ich, die höhere Forschung, da werden wir dann auch die grauen Fläschchen, die Militärforschung dazu benötigen. Und natürlich habe ich auch irgendwo eine Blaupause für eine ordentliche Fabrik von den Militärpaketen. Aber ich denke, vorerst einmal reicht das, denn wir werden mehr Forschung haben, wo wir Rot und Grün brauchen und dann wahrscheinlich auch die Blauen, die als nächstes kommen werden. Und da werden wir werden hier produzieren, aber wahrscheinlich nicht so viel brauchen oder nur für gezielte Forschungen. Ein Problem, das ich hier ausmache, hier kommt zu wenig Eisen bis hier runter, drum haben wir keine Förderbänder. Und dieser Greifarm ist verkehrt rum. Dieser auch.
denn hier die Kupfer rausknicken, das geht, da brauchen wir nicht viel, aber Eisen verbrauchen wir wesentlich mehr und da ist der Knickarm einfach zu lahm, denn eigentlich ist die Fabriklandschaft so ausgelegt, dass wir hier nicht Eisen aus einer Kiste bekommen, sondern direkt vom Bus. Aber so weit sind wir noch nicht. Und wenn wir da die Forschungsgeschwindigkeit fertig haben, dann sollte auch die Forschung etwas zügiger vorangehen. Stellt sich dann effektiv nur die Frage, können wir hier überhaupt mit den Fläschchen mithalten? Vielleicht, was helfen wird, ist sicher ein schnellerer Greifarm. Aber dann wird die Kiste auch schneller leer und zumindest hier auf dieser Welt kommen wir nicht an mehr Eisen ran. Ja, und hier Kohle. Okay, dann machen wir mal mit dem fahrbaren Untersatz weiter. Hier Kohle ausgegangen, da der Stein. Aber wir werden das immer wieder etwas nachfüllen. Kohle habe ich ja etwas auf der Seite. Stein auch. Ja, jetzt staut sich das Eisen hier ein bisschen. Wie sieht es mit der Energie aus? Ja, wir brauchen definitiv die vier Dampfmaschinen. Drei würden vielleicht genügen. Auch nicht. Kupfer ist alle. Ah. Hier kommt kein Kupfer rein. Eisen ist alle. Geben wir aber lieber hier oben noch Eisen ein, denn die Kiste war schon fast leer. Und dann natürlich Stahl, denn ab jetzt werden wir immer mehr Stahl verbrauchen. Nicht nur für dieses Setup hier, sondern wenn wir Motoren brauchen, die benötigen Stahl. Und das ist auch eine, die brauchen wir dann auch für die blauen Fläschchen. Wo sind die denn versteckt? Hier? Ja, da, das kommt dann hinter dem ganzen Öl.
Vielleicht hier auf diesem Planeten könnten wir es uns sogar einrichten, da die den zweiten Anschluss zu forschen. Der braucht ja nur die roten Fläschchen. Und mit diesem Setup sollten wir genügend rote produzieren können, dass die nicht gleich weggeforscht werden. Sofern uns natürlich Eisen und Kupfer nicht ausgeht. Kohle geht aus. Und jetzt heißt es im Wesentlichen warten, bis entweder die Ressourcen ausgehen oder die Zeit bis zum Warpen auf dem nächsten Planeten verstrichen ist. Nun, es ist soweit. Das ganze Eisen ist in Fläschchen umgewandelt und wir haben zwar noch einiges an Fläschchen hier drin, so dass wir weiter forschen könnten. Aber ich denke, wir ziehen auch so mal weiter. Ich habe hier unten auch ein paar Tanks mit Wasser platziert und unser erstes Auto gebaut. Also ich denke, wir werden sehen, was der nächste Planet so für uns bereithält. Also bis dann und tschüss!